Willkommen, Pilger. Mein Name ist Jar Bijef. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Zerstörungskraft. Jar Bijef. Schreien. Okay. Ja, und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind jetzt eben Zerstörungsschreien oder wie man das auch immer nennen kann. Und anscheinend war das auch eben die gleiche Sequenz. Und ich kann die, glaube ich, dann auch immer überspringen. So, wir bekommen wieder ein neues Modul, wie schon im letzten Dungeon. Oder eher gesagt, im letzten Mini-Dungeon, eher gesagt, im letzten Schrein. Und nun bekommen wir die beiden Bombenmodule. Eine Bombe ist natürlich eine normale Bombe, eine runde Bombe. Und die andere ist eine viereckige, die wir... Okay, so. Ah, okay. Die können wir werfen. Warte mal, wie ging das jetzt nochmal? Wie kann ich nochmal das jetzt... Ach, warte. So. Und zwar, wir können die natürlich werfen. Und wir sollten auf jeden Fall weggehen, denn die hat einen extrem großen Radius. Und die bleibt natürlich liegen. Und die andere Bombe rollt natürlich. Die können wir jetzt mal hier ausprobieren. Oder wir probieren die einfach hier aus. Holen wir die mal hervor, legen die mal hier ab. Und einfach schnell wegrennen. Und dann macht's einmal Boom. Und dort haben wir die Truhe. Es gibt, glaube ich, in jedem Schrein auf jeden Fall eine Truhe. Reise Zweihänder, macht 10 Schaden. Sehr beliebt bei Abenteurern aus ganz Hyrule. Mit dieser schweren Waffe kann man Monster ihren Schild aus der Hand schlagen. Ja, verdammt, ich habe schon wieder keinen Platz. Also langsam wird's ein bisschen eng mit dem Platz. Ich muss, glaube ich, ja, ich muss eine Bocklin-Keule auf jeden Fall weglegen. So, packen wir die weg und dann holen wir uns das Ding jetzt einfach da raus. Komm her, komm in meine Tasche, kleines Schwertchen. Das wollte ich jetzt aber nicht verwenden eigentlich. Eigentlich, wir benutzen einfach den Bockblindknochen weiter. Ist zwar ein bisschen ekelhaft, aber egal. So, werfen wir das Ding und einmal bumm. Können wir auch gut im Werfen zünden. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und ich mag den Dungeon irgendwie. Also, das sind zwar nur kleine Tutorials für die einzelnen Sachen. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Gut, das ist ein bisschen fehlgelaufen. Aber zum Glück haben wir nur ein Dreiviertel Herz verloren. Und habe mich Gott sei Dank nicht ganz treffen lassen. Okay, was ist das für ein großer Raum? Also der Dungeon ist schon mal größer als der erste Schrein. Und ich glaube, ich muss mich doch da bestimmt drüber schleudern lassen. Das geht doch bestimmt irgendwie. Einmal dort reinstellen und dann Feuer. Hey! Okay, ich bekomme keinen Fallschaden. Und es gibt hier zwei Truhen. Und da ist mal wieder ein Bernstein drin. Ich weiß zwar nicht, wieso mir das angezeigt wird, was das ist. Weil eigentlich hatten wir ja schon öfters mal einen Bernstein gefunden. Deswegen habe ich keine Ahnung, wieso das so ist. Aber okay. So, was geht denn hier wieder ab? Ah, ich sehe schon. Wir müssen hier eine Bombe reinfallen lassen. So, bitte einmal runterkugeln. Und dann sollten wir die da drüben aktivieren können. Ups. So. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch nachkommen. Funktioniert das? Na gut, wir müssen die Leiter hochgehen. Dieser Mechanismus funktioniert nicht so ganz. Tut mir leid, aber wir sind schon am Ende. Ja, gut. So, komischer Baschiff, oder wie du heißt. Sagt er jetzt was anderes? Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ja, ich glaube, die sagen das Gleiche. Im Namen, bla bla bla. Ja, es müsste gleich das Zeug sein. Jetzt bekommen wir das Zeichen der Bewährung, ne? Genauso ist es. Ja gut, dann können wir das eigentlich theoretisch überspringen. Was ich aber dennoch nicht verstehe, wieso ist hier ein Felsen, obwohl wir... Nein, das wollte ich nicht. Obwohl wir die Bomben erst hier drin bekommen. Das macht für mich leider nicht so viel Sinn.
Aber das müssen ja die Entwickler selbst wissen. Und ich nehme mir wieder hier meinen schönen Knochen vor. Ist zwar ein bisschen ekelhaft, aber okay. So, dann haben wir die Felsen. Wir könnten jetzt das eine Ding, eine Felsenhöhle aufbomben. Ach, jetzt sind ja hier wieder diese Viecher. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Nicht da, sondern da. Wo können wir denn jetzt hin? Wir müssen... ja, wir gehen am besten dahin. Wir sollten... Ja, wir gehen jetzt einmal durch diesen Wald hier. Weil dann kommen wir einmal hier über den Hylia-Berg. Aber wir brauchen... Irgendein... Da oben ist der Tempel. Ich glaube, da gehen wir sogar hin. Wir brauchen auf jeden Fall... Geh bitte hoch. Wir brauchen irgendein Gewand, dass wir in der Kälte überleben können. Weil ansonsten haben wir ein Problem. So, ich will nochmal bitte nochmal einen Schmetterling haben und nehme ich gleich noch einen mit. Weil ich weiß ja nicht, wozu die eventuell gebraucht werden können. Kommen wir da hoch? Was ist denn das hier? Ist das eine Mauer? Okay. So viel zu meiner Frage. Boah, kann man da hinten später auch hin auf die Inseln? Na gut, aber so... Ich möchte auf jeden Fall auf die Brücke da hinten dann später. Weil ich glaube, das ist sehr interessant dann dort. Sollte mich zumindest freuen. Hier hinten, irgendwie habe ich das auch schon mal gesehen. Ich weiß nicht wieso, da hinten ist ein Lager auf jeden Fall. Und da oben ist die Zitadelle der Zeit. Ja, dann laufen wir mal zu den Bockblins und gucken, was bei ihnen abgeht. Hier sind irgendwelche Zäune. Und irgendwie sind gerade Frame-Einbrüche, kann das sein? Ja, auf Vigran waren gerade ein paar Frame-Einbrüche. Oder sieht das nur so aus? Ja, das sieht nur so aus anscheinend. Ich glaube, das sieht nur so aus. So, da sind zwei. Deswegen sollten wir uns versuchen anzuschleichen. Oder wir versuchen einfach mal. Ja, oder wir probieren einfach mal unsere Bomben aus. Oh, der eine möchte auf mich schießen. Ja gut, okay, das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Dann töten wir ihn halt so. Nehmen wir uns mal kurz den Boko-Schild raus. Ah, das war nicht viel. Das war nicht so geil von dir. Ah, komm her. So, jetzt aber. Da oben sind Bienen. Ich weiß nicht, ob ich mich mit denen anlegen sollte. Oder warte mal. Also erstens, das war voll eine gute Idee von mir. Aus dem Grund, dass der Baum umgefallen ist. Und zweitens, weil die Bienen einfach tot sind. Ausdauerhonig. Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. So, dann nehmen wir mal kurz den Bogen mit. Und ich glaube, kann man nicht das irgendwie zerkleinern, das Holz? Nein. Bitte, Wolke, hau ab. Ach da, Holzbündel. In dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herumtragen. Nur anzünden musst du es noch irgendwie... Ich weiß ja damit nicht mit was. So, hinten liegt noch was. Ein Bockblinhorn. Ich weiß nicht, mit was ich das anzünden soll. Tut mir leid. Da sind Pfeile drin. Das ist ja mal sehr cool. Laufen wir mal weiter. Das war schon mal sehr cool hier. Wir haben jetzt auch einen Honig, ja? Okay, wir haben an Waffen... Das macht relativ wenig Schaden. Aber das ist ja mal mega groß, das Ding. Was ist denn das? Irgendeine Lanze, habe ich gelesen. Da drüben ist wieder die Mauer. Es wird... Hä, was war das denn? Hier ist doch eben was Grünes runtergekommen. Kann das sein? Oder kam mir das nur so vor? Ja, also in den Let's Play wird es jetzt auch ein paar Folgen geben, die nicht so interessant sind, weil ich mir einfach die Welt angucken möchte. Und ich möchte das einfach auch machen, weil es gibt schon mega viel zu sehen hier. Sollten wir... Wir gucken erstmal hier in die Hütte rein. Wir gucken, wer hier wohnt. Hätten wir den Vogel abschießen können? Hey, da hinten ist wer. Aber ich möchte mal versuchen. Eventuell nicht mit den Pfeilen. Ja, mit den Holzpfeilen. Ob wir den Vogel da hinten abschießen können. Ist zwar ein bisschen böse, ich weiß. Aber ich brauche auch was zu essen, ne? Das funktioniert sogar. Und hinrennen. Was hat er da gelassen? Was ist das? Geflügel. Frisches Vogelfleisch enthält weniger Fett als Wildfleisch. Wenn man es vor dem Essen zubereitet, schmeckt es besser. Ja, das kann ich
Verstehen. Kannst du es bitte aufnehmen? Ach, oder waren das zwei Stückchen? Was ist denn das hier? Ausdauerlink. Ein grüner Pilz, der oft in der Nähe von Bäumen wächst. Er speichert die Energie der Erde und filtert durch das Kochzutat. Als Kochzutat auf jeden Fall Ausdauer auf. Ja, nehmen wir heute mal davon ein paar mit. Ja, ich möchte mal versuchen, die kleinen Vögel abzuschießen. Ist wirklich ein bisschen böse, aber ich möchte es einfach mal versuchen. So, nochmal den Ausdauerlink. Ich glaube, den können wir ganz gut gebrauchen. Ist denn hier hinten noch irgendwas? Da hinten ist noch ein Ausdauerling. Und an der Hütte eben auch nochmal. Weil die können wir dann fürs Kochen benutzen. Da vorne ist da auch so ein Kochtopf. Das können wir doch bestimmt verwenden, oder nicht? Fackel. Du kannst sie anzünden, indem du erhältst. Wenn du sie wegsteckst, erlischt sie und muss irgendwie erneut angezündet werden. Irgendwo. Topfdeckel. Normalerweise hält dieser Deckel die Hitze im Topf, aber dank des dicken Holzes dient er auch als Schild. Auf Dauer solltest du ihn aber... Was? Auf Dauer solltest du dich aber nach robusteren Alternativen umsehen. Das war auch nicht meine Absicht, dass ich den jetzt dauernd benutze, nur mal so. So, hier die Hütte. Was ist denn hier drin? Okay, was ist das? Chili. Isst man sie roh, sollte man sich auf Schmerzen einstellen. Als Kochzutat wärmt sie den Körper, sodass man sich auch an kalten Orten mollig warm fühlt. Das würde ich im Winter auch gerne haben. Warte mal ganz kurz, das lesen wir gleich. Ich möchte nur mal hier die Sachen einsammeln. Da ist noch eine Chili drin. Eine Holzfäller-Axt. Ich glaube, wir nehmen sogar wirklich die Axt mit, anstatt ein Bockblin-Gedöns, weil die sind sowieso nicht so stark. So, schmeißen wir das weg. Schmeißen wir auf meine Hütte etwas rum hier und nehmen die Holzfäller-Axt mit. Ah, macht die Fackel so viel Sinn? Wir lassen die erstmal jetzt im Inventar und ich nehme das Ding hier vor. So, lesen wir mal. Das scheint das Tagebuch des Alten zu sein. Okay, das ist wirklich die Hütte von dem alten Typen. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist es mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne diese ungemütliche Winterwams in die verschneite Berge. Lesen wir mal weiter. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili, so viel weiß ich noch. Das sieht mal aus wie ein Rätsel. Also Wild und Chili auf jeden Fall Zutaten. Leider fällt mir der Rest nicht mehr ein. Es war aber weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ich werde wirklich langsam alt. Wenn doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte. Mir ist klar, dass auf diesem einsamen Plateau die Chancen auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchen gering ist. Dabei würde ich für einen Hinweis zu den fehlenden Zutaten sogar meinen Winterwams hergeben. Ja, okay, das ist wirklich ein Hinweis. Wir müssen versuchen... Nee, ach so. Ja, wir müssen irgendwie versuchen, dass... Rätsel zu lösen. Okay. An ein Lagerfeuer kannst du die Zeit verstreichen lassen. Ach stimmt, hier können wir ja bis irgendwann halt einfach nur uns ausruhen. Ich würde trotzdem nochmal versuchen. Das ist so fies, aber okay. Ich hab Gott sei Dank keine Pfeile mehr. Ja Leute, also wenn sich irgendjemand aufregt darüber, ich habe keine Pfeile mehr. Da sind Äpfel. Ich kann Äpfel nochmal sehr gut gebrauchen. Nehmen wir den Apfel mit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da hochkomme. Ah Gott, nee. Okay, lassen wir das. Was machst du da? Und zack, und zack. Okay. Ho, 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 so sieht man sich wieder. Was machst du da? Dieser Baum sollte gutes Brennholz abgeben. Aber ihn in die richtige Richtung fallen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Man muss sich vor den Baum stellen, den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen. Das da, ist das nicht meine Axt, die du da bei dir trägst? Nein? Du kannst sie gern behalten, aber hilf mir doch bitte beim Baumfällen. Ich bin etwas erschöpft, ich muss mich eine Weile ausruhen. Dann tu das. Übrigens macht die andere Axt mehr Schaden? Nee, okay. Aber hier, das kennt man ja auch schon aus jeglichen Trailern. Und zwar, wenn wir hier mit der Axt gegenschlagen, fällt der Baum und wir können drüber laufen. Die Stelle kennt man auch schon. Ja, da hinten müssen wir auf jeden Fall mal hin. So, was ist jetzt aber hier? Weil ich möchte auch gerne jetzt langsam mal kochen lernen. Vielleicht erklärt der mir das irgendwie.
Weil der hatte hier so eine Kochstelle. Oder wir versuchen das gerade einfach mal. Warte. So. Man muss doch. Beziehungsweise man kann doch. Ich soll jetzt die Chili-Schoten euch verwenden. Da ist doch in die Hand. Das ging doch irgendwie so, glaube ich. Man muss doch die Sachen in die Hand nehmen, oder nicht? Weil ich ein Chili mit einem Apfel mit einem Pilz. Geht das? Kochen. Das geht sogar. Krass, ich weiß, wie man kocht. In Real Life weiß ich es zwar nicht, aber hier weiß ich es. Das ist sehr cool. Scharfes Kochobst. Lässt dich große Kälte aushalten. Level 1. Ein süß-saures Gericht, bei dem ein Haufen Obst zusammengekocht wird. Hätte ich Bock drauf? Drei Herzen stellt's wieder her und Frostreduzierung in, also für 3 Minuten 30. Überprüfe Rezepte und Zutaten, indem du bereits gekochte Gerichte in der Tasche auswählst. Anwählst. Okay, dann. Weil wir brauchen das ja. Ausdauerhonig. Ich würde sogar mal sagen, wir nehmen mal hier so ein Geflügel. Nein. Ich würde eigentlich. Warte mal, zurücklegen. Nein, ich wollte doch nur eins zurücklegen. Geht das nicht? Ich glaube, es geht nicht. So, dann nehmen wir nochmal. Ich würde eigentlich hier aus diesem ganzen Quatsch jetzt gerade nichts machen. Ich würde eventuell ja so ein Bienending mal dazu machen. Ja, machen wir erstmal das so und dann weiterkochen. Ja, wir müssen ja jetzt in die Kälte. Stimmt. Und dazu ist ja diese Reduzierung ganz gut. Festtagsgulasch. Ein mit Honig veredeltes Fleischgericht. Viel sanftiger als herkömmliche geröstetes Fleisch. Hä, aber warte mal. Ich habe jetzt gar nicht aus der Chili. Aus der Chili bekommen wir ja so einen Effekt. Den habe ich jetzt gar nicht bekommen. Ach Gott, das lag bestimmt an. An dem. Ihr wisst schon. An dem Geflügel. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal. Only. Pflanzen. Zeug. Gucken, was mir das bringt. Kochobst. Okay. Aber ich habe trotzdem jetzt nur einmal so eine Reduzierung. Wir müssen halt nach da oben. Da wird es bestimmt kalt. Das ist so meine Sorge. Hi. Was ist? Was machst du? Ich bin ein wenig erschöpft. Erst mal eine Pause am Lagerfeuer. Na, bist du hungrig? Du kannst dir gerne etwas in meinen Topf zubereiten. Ich hab was gekocht. Guck's dir mal an. Oh, sag bloß. Lass mich mal kosten. Besonders raffiniert ist das nicht. Aber als Essen geht es gerade noch so durch. Also, das ist jetzt als Beleidigung gewertet, ja? Ich weiß genau, dass du heimlich mein Tagebuch gelesen hast. Dieses formidable Rezept umzusetzen ist nicht leicht. Wenn du es schaffst, ist es ein Winterwams für dich drin. Wenn du Wild brauchst, solltest du eben weiter sehen, im Norden des Plateaus auf die Jagd gehen. Ach, das war doch aber so ewig weit weg. Ja, das ist ja da hinten. Wir wissen ja noch nicht mal, was da reinkommt. Nein, das wollte ich nicht. Ja, okay, gut. Ich weiß nicht, ob wir dort oben mit einem Chili-Ding überleben. Weil das ist jetzt doch ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe halt nur 3 Minuten Zeit, dort oben mal was zu machen. Hey, und da ist eine Mistgabel. Ja, okay, eine Heugabel. Traditionelles Bauernwerkzeug zur Beförderung von Heu. Nee, leicht genug, dass auch alte Väterchen es noch heben können. Vorsicht mit den spitzen Zacken. Gut, nee, dann gehen wir doch erstmal zu den ganzen Boblins, die da hinten sind. Vielleicht ist dort auch noch so etwas Interessantes. Ich sehe aber auch schon, der Part ist mega vorangeschritten. Wir waren ja eigentlich in diesem Part jetzt nur hier. Oh, das ist ein bisschen gefährlich. Dann laufen wir ja nochmal hier lang. Und machen hier, auch was immer auch hier ist. Also das ist nicht so geil von dir, weißt du das? Warte. Ach ja, es war jetzt ein bisschen blöd, aber egal. So, das können wir. Der ist voll runtergefallen. Der ist voll runtergefallen, das war böse. Ach, guck mal, da war nochmal so eine Waffe.
so eine Bocklanze. Dann wähle ich die gerade nochmal aus. So, wo geht's denn da hinten weiter? Da ist eine Höhle. Okay, das passt sich ja ganz gut. Wir haben ja noch unsere Bomben ausgewählt. Und boom. Achso, ich habe ja keine Pfeile mehr. Ah, ja. So, was ist da drin? Ich wollte mich über Pfeile freuen. Okay, Feuerpfeile, aber ich wollte trotzdem gerne Pfeile haben. Das wäre sowas, was ich mir sehr wünschen würde. Aber ich muss jetzt wirklich in diesen Wald. Das finde ich dann jetzt doch leider schon ein bisschen ätzend, dass ich jetzt einmal über die komplette Karte hier laufen muss. Sorry, aber es ist halt so. Kann ich die nicht irgendwie bekommen? Den habe ich. Okay, das ist halt ein bisschen schwieriger. Dann lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, nee, okay, gut. Dann gehen wir wieder hier zurück. Ich möchte auf jeden Fall nicht runterfallen da. Ja, ich weiß nicht, ob wir eventuell auf dem Berg, wir müssen jetzt auf dem Berg, ob wir da das aushalten mit 3 Minuten. Ich glaube ja eher nicht. Dann müssten wir aber wirklich von Dungeon zu Dungeon rennen. Und ich weiß nicht, ob ich das versuchen soll. Weil dann müssen wir wirklich hin und her rennen. Oder wir versuchen das wirklich. Wir versuchen erstmal zu den Dungeon da oben zu kommen. Aber das machen wir im nächsten Part. Und im nächsten Part machen wir auch die Assis hier fertig. Ich muss sogar einen Feuerpfeil, denke ich mal, benutzen für den da drüben. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Es wird spannend beim nächsten Mal zu The Legend of Zelda Breath of the Wild.